Hallo und herzlich willkommen, verehrte InsideCoin-Zuschauer. Ich habe heute etwas ganz, ganz Besonderes für euch. Ihr habt es mitbekommen über Twitter. Jeff Keighley hat ja schon gesagt, es wird ein Event geben zu Last of Us Part 2. Und ratet mal, wo ich bin. Tja, man sieht es vielleicht an dem kleinen Schriftzug im Bild. Last of Us Part 2 hier in Los Angeles. Ich darf das Ganze jetzt hier anzocken. Satte 3 Stunden werde ich mit dem Spiel verbringen. Ich habe gehört, 2 unterschiedliche Demonstrationen oder Demos werde ich mir anschauen können. Ich werde auch mit den Entwicklern quatschen. Ich bin wahnsinnig gespannt, was das Ganze wird, denn als Last of Us 2013 rauskam, war es ja die Überraschung schlechthin und ein Spiel, das unglaublich viele Fans gefunden hat. Und deswegen will ich natürlich auch wissen, wie geht die Story um Joel und Ellie weiter? Naughty Dog war sehr lange sehr ruhig, doch heute gibt es die volle Ladung Last of Us Part 2 und ich freue mich wahnsinnig drauf. Fast 7 Jahre nach Teil 1 wird die Fortsetzung von The Last of Us am 21. Februar 2020 erscheinen. Naughty Dog bewies mit dem ersten Teil, dass sie vor allem eine dramatische Geschichte rund um eine Vater-Tochter-Beziehung perfekt in Szene setzen können. Wir lernten Joel und Ellie kennen und waren Teil ihres Abenteuers, das sie zusammenschweißte. Wie soll Naughty Dog das toppen? Nun, zumindest wird man nicht versuchen, diese Formel Schritt für Schritt zu kopieren. Dieses Mal steht nämlich Ellie weitaus mehr im Vordergrund. You can't stop this. You can only play as Ellie, but Joel is going to be critical. Like you said, like this is he's a very important figure in her life, right? So their love and him is he's very important to this game. So now we're looking at what it's like for them that they've settled down. Wie man aber seit dem jüngsten Trailer schon weiß, wird Joel auch dieses Mal nicht fehlen und Ellie ihr Abenteuer nicht ganz alleine bestreiten lassen. Ellie ist aber nicht mehr das kleine Mädchen von früher. 5 Jahre sind vergangen. Als 19-Jährige hat Ellie nun ein neues Leben in der kleinen Siedlung Jackson in Wyoming, wo Überlebende sich zusammengerottet haben, um so etwas wie Normalität einkehren zu lassen. Dort lernt Ellie auch Dinah kennen. Die beiden sind nicht nur Freunde, sondern es entwickelt sich eine Romanze. Like a hot pile of garbage? Oh, okay. Oh. Gerade hier merkt man, wie gut Naughty Dog darin ist, Dialoge zu schreiben. Als wir mit den beiden im ersten anspielbaren Segment unterwegs sind, ist es unsere Aufgabe, die Gegend rund um unsere Siedlung zu sichern und nach Klickern Ausschau zu halten. Wir reiten mit unseren Pferden durch eine wunderschöne Schneelandschaft. Dabei passiert es natürlich, dass sich die beiden Frauen unterhalten. Nicht plakativ darüber, dass alles so miserabel und die Welt am Ende ist. Sie reden über ehemalige Beziehungen und Freunde. Darüber, was sie am Abend noch machen und welche Filme Joel gut findet. Man merkt die zaghaften Schritte einer aufblühenden Liebe und die manchmal durchschimmernde Unbeholfenheit der Jugend damit. Ein starker Kontrast zur rauen, unbarmherzigen Welt, in der The Last of Us Part 2 spielt. Did I ruin your punchline? No. Maybe. Fuck you. Dieser erste Abschnitt, der nach dem berühmten Kuss aus dem ersten Gameplay-Reveal spielt, dient vor allen Dingen auch dazu, den Spieler in diese neue Welt von Ellie einzuführen. Spielerisch lernen wir, wie man Klicker ausschaltet, Gegenstände herstellt und seine Waffen an Werkbänken verbessert. Dramaturgisch wird etabliert, dass Ellie und Dinah mehr sind als Freunde. Diese erste Mission kulminiert darin, dass ein Schneesturm aufzieht und wir Unterschlupf suchen müssen. So wird ein alter Keller, der als Hanfgewächshaus dient, zu einem romantischen Ort, wo Ellie und Dinah sich näher kommen. Abseits all der Dystopie. Charakterlich wunderbar gezeichnet, wie man es von Naughty Dog gewohnt ist. Demgegenüber steht der zweite Abschnitt, den wir anspielen konnten. Director Neil Druckmann sagte einst, dass wenn The Last of Us von der Liebe handelt, Teil 2 sich um Hass dreht. Doch wie passt das nun zusammen? Nun, oftmals sind Hass und Wut mit der Liebe verknüpft. Zum Beispiel, wenn Menschen, die man liebt, Schlechtes widerfährt. Wie weit würdest du gehen, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen? Wenn man das im Hinterkopf behält, sich den Anfang des Spiels mit Dinah und dem neuen Trailer vor Augen führt, dann ist im Endeffekt klar, welcher Vorfall Ellie auf einen Rachefeldzug schicken wird. In Abschnitt 2, den wir spielen konnten, sind wir nicht mehr in Wyoming. Wir befinden uns in Seattle. Das Problem ist, Seattle ist das Gebiet der WLF.
der Washington Liberation Front. They're a group that also you can see had some conflict early on with Fedra. So we're also just kind of, as the more you explore, it's that thing that we really love, that environmental storytelling. There were those signs that you could see in the environment of, you know, the how Fedra was trying to control the WLF and wanting to, like, you know, again, like this liberation front, these people trying to rise up, which mirrors some themes from the early game. And then also what we're really looking at now is this conversation around this cycle of violence, you know, and seeing that, you know, for Ellie and how is she gonna experience that and how far is she willing to push herself? And then as you explore the world, you see that other people have gone through these events, these horrible events that have led them to do things, and what is the cost to that society of revenge? And so now you see Ellie kind of experiencing that as well. Nicht nur Klicker, sondern eben jede Menge Anhänger der WLF machen uns hier das Leben schwer. Ein großes Problem sind vor allen Dingen deren trainierte Hunde, die mit ihnen patrouillieren. Werden sie von alleine gelassen, nehmen sie unsere Witterung auf. Leider hinterlassen wir eine Fährte, die erst nach und nach verblasst. Gerade das kann spielerisch einiges auf den Kopf stellen. Ungewollt wird man nun gezwungen, in Bewegung zu bleiben und eventuell die eigene Komfortzone zu verlassen. Man gerät in Bedrängnis. Zwar hilft es sich immer wieder ins hohe Gras zu legen, quasi komplett unsichtbar wie bei einem Assassin's Creed wird man dadurch aber nicht. Der zweite neue Gegnertyp, den wir entdecken, ist ein Shambler. Diese schlurfende Klicker-Kreatur ist mit Pusteln überzogen und etwas größer als seine Artgenossen. Vor allem kann man ihn nicht einfach von hinten meucheln. Kommt es doch zum Nahkampf, sondert dieses Viech eine ekelhaft und zerstörerische Giftwolke ab. Satte 3 Shotgun-Salven waren nötig, um ihn zu beseitigen, bevor der Leichnam zerbarst und sein Umfeld kurzzeitig vergiftete. Und 3 Shotgun-Patronen sind im The Last of Us-Universum rares Gut. Die Kämpfe in diesem Abschnitt waren voller Spannung. Gegner beobachten, lautlos von hinten ausschalten, flüchten und versuchen, keinen Spürhund im Schlepptau zu haben. Erneut eine gute Position finden und mit Pfeil und Bogen lautlos den Weg freiräumen, während man seinen Rücken mit einer Bewegungsmine deckt. Auf der einen Seite muss man sein Vorgehen planen und auf der anderen Seite so flexibel sein, jederzeit zu improvisieren. Und das ist einfach unglaublich packend umgesetzt. The Last of Us Part 2 erfindet hier das Rad nicht neu, aber erweitert das Spielprinzip seines Vorgängers mit neuen Features. We looked at like Ellie and tried to think about like, okay, how would she move? How is she gonna fight? How is she gonna deal with things? And so now we've got like a dedicated dodge button. So that adds this new depth to melee, new opportunities to kind of engage people on the melee level how you want to avoid an incoming attack, and then either decide to counterattack or run away, because we're still building on that core foundation of The Last of Us, which is that kind of active stealth where you can go loud if you need to, throw a Molotov, shoot, stun enemies, but when things get crazy, it's still like a highly lethal game. So you're probably going to need to run away, you're going to need to scavenge, you're going to need to use crafting mechanics to build health kits. Was allerdings auch übernommen wurde, sind manche Situationen, die in Trial and Error ausarten können, weil der erfolgreiche Lösungsweg nicht auf Anhieb offensichtlich ist. And there's also, I don't know if you found it, but there's like, the more you explore, you can even unlock other trees kind of within there. So again, just options that are going to let you lean further into how you want to play. Because we're kind of, we get these broader spaces, you know, are you the player that wants to, and sometimes it kind of comes down to this, like, because you scavenge and you kind of, you might find some blades and some bindings, and it's like, okay, are you going to make a better melee weapon, right? Or are you going to make a trap bomb? Be like, okay, when you find those explosives, what do you want to do? Do you think you're going to sneak around? So those trees also now let you kind of lean into that a little bit and be like, okay, I want to be quieter. I want to be faster when I'm sneaking. Or I want to be able to make better melee weapons. So you kind of expand these options, which let you kind of play a little bit more how you want to play. Naughty Dog brüstet sich auch damit, dass The Last of Us Part 2 das bis dato größte Spiel des Entwicklers werden wird, in Sachen Handlungsspielraum und Spiellänge. Heißt das, dass es ähnlich wie bei Uncharted 4 auch größere Areale geben wird, die eine kleine offene Welt sind? Hier antwortete der Entwickler nur sehr ausweichend. But is there going to be an open world level? So this hints at like what we're still continuing to be interested of, that kind of that wide space. Like only really talking about like the demo today and what we say, but we want you to explore the spaces. We want to do that.
Spätestens ab Februar wissen wir mehr. Der Druck auf Naughty Dog ist sicherlich nicht klein. Für viele ist der erste Teil ein Spiel, das gut ist, so wie es ist und keine Fortsetzung braucht. Even today, Neil is reminding people that The Last of Us Part 1 was almost a Jack and Daxter game, right? Like around that time, we're like, well, we could do this, and we were really interested in that, and then we're also like, oh, but here's this other idea, and it becomes what we're passionate about at that time. So in the back of our heads, we're like, okay, well, here's some characters that we could talk about or think about, and then we start and look and be like, okay, well, let's flesh that out a little bit, let's talk about what that might be, and then at a certain point it's like, yes, like this is the story we want to tell, this is right for this time. What the hell are you doing here? Anhand der gespielten Abschnitte sieht es so aus, als würde die zentrale Beziehung von Joel und Ellie auf der Rückbank Platz nehmen. Das ist eine Änderung, die so manchen Fan vor den Kopf stoßen könnte. Wird Ellies Immunität gegen den Zombie-Pilz im Verlauf des Spiels auch eine Rolle spielen? Zumindest die Bewohner von Jackson scheinen keine Ahnung davon zu haben. Auch das birgt enorm viel erzählerisches Potenzial. Nicht zu vergessen Joels Umgang damit am Ende von Teil 1. Letztendlich wird alles davon abhängen, wie sehr Naughty Dog es schafft, eine Story zu erzählen, die emotional ebenbürtig mit seinem Vorgänger ist. Am 21. Februar ist es soweit, dann erscheint The Last of Us Part 2. Ich bin mir sicher, viele von euch können es kaum erwarten. Auch ich kann es kaum erwarten. Ja, vom Spielerischen erinnert viel natürlich an den ersten Teil. Man muss stealthig vorgehen, man hat wenig Munition. Es kommen aber neue Gegnertypen hinzu, wie die Hunde, die einen dann jagen, weil sie die Fährte aufnehmen. Das sorgt für unglaublich viel Spannung. Also man ist wirklich an diesem Gamepad und weiß gar nicht, was jetzt zu tun ist und muss dann schnell weiterkommen und dann kommt wieder ein Kampf. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Das Wichtigste bei diesem Spiel wird aber die Dramaturgie sein. Man muss tatsächlich sagen, hier Joel und Ellie, das war ein tolles Duo. Da ist eine tolle emotionale Story draus entstanden. Und jetzt ist das eben ein bisschen anders, weil Ellie mehr in den Vordergrund rückt, Joel gefühlt etwas mehr in den Hintergrund, zumindest was ich hier spielen konnte. Und dann ist eben wichtig, wie diese ganze Dynamik entsteht und ob die Story mitreißt, warum Ellie auf einmal unterwegs ist. Schließlich ist da noch Dina und Dina scheint ja eine zentrale Rolle einzunehmen. Man kann sich denken, was mit ihr passiert. Das wird der Auslöser sein, warum Ellie auf einmal auf einen Rachefeldzug geht. Und da ist sehr, sehr wichtig, wie Naughty Dog diese Geschichte rüberbringt. Da müssen sie sehr viel Fingerspitzengefühl beweisen. Ich bin aber guter Dinge. Ich fand das wirklich sehr, sehr packend inszeniert, spannend, spielerisch. Und es sah auch einfach traumhaft aus. Ich freue mich auf den 21. Februar. Moment, Moment, Moment. Ich habe noch mal drüber nachgedacht. Ich glaube, Naughty Dog legt da eine falsche Fährte. Ne, diese ganze Trailer impliziert, Dina passiert etwas und deswegen rastet Ellie aus. Und deswegen wird sie ihr Abenteuer erleben, wo sie ordentlich auf ein Rachefeld zugeht. Aber was ist, wenn es alles komplett anders ist? Was ist, wenn nicht Dina etwas passiert, sondern Joel? Und Joel ist nur in Ellies Kopf noch da, weil Joel eigentlich tot ist. Naughty Dog war in der Vergangenheit schon unglaublich geheimniskrämerisch, was ihre Storys angeht. Da haben die immer einen wahnsinnigen Daumen drauf gehabt, dass nichts verraten wird, gerade was Twists angeht. Und jetzt hauen die einfach mal so einen Twist gleich am Anfang raus, obwohl das Spiel noch Monate entfernt ist. Ich glaube, die legen da einfach eine falsche Fährte. Man darf auch nicht vergessen, Ellie und Dina kennen sich noch nicht wirklich lange. Das ist eine Liebe, die ist gerade im Aufblühen. Die sind noch nicht lange zusammen, die haben gerade mal ihren ersten Kuss gehabt. Gibt Ellie wirklich alles für diese eine Person auf und geht komplett Nüsse? Hört sich nicht wirklich glaubwürdig an. Und dann darf man nicht vergessen, Joel und Ellie sind Last of Us. Thank you.